Freunde, wie wär's mit einem Rumpsteak in einer Parmesan-Kruste mit diesen leckeren, genialen Pimentos-Patron? Also mit dieser ganz tollen Paprika. Bereite ich mal zu. Also, schönes Rumpsteak, bisschen salzen. Idealerweise mit dem guten Salz. Ja. Gern so ein Fleur de Sel. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer aus der Mühle ist eigentlich ein Muss. Ja. Egal, ob das dann so rucki-zucki Blitzrezepte werden wie bei mir oder wirklich die High-End-Küche. Ein gutes Salz ist wichtig. Dann gebe ich jetzt mal einen ordentlichen Schluck Öl in die Pfanne und ihr werdet gleich sehen, warum. Nicht nur, weil ich das Fleisch anbrate, sondern weil ich diese tollen Paprikaschoten habe. Gibt es mittlerweile fast in jedem Supermarkt. Dann brauche ich ein paar scharfe Chili. Knoblauch. Und was passt zu Knoblauch und Chili? Boah, Rosmarin. So, das sind die Aromaten. Geil, wa? So, jetzt wird das Fleisch erstmal angebraten. Und zwar schön vorsichtig in Form bringen. Pfanne legen und mal schön wachsen lassen. Und dazu gebe ich gleich die schönen Pimentos. Also einfach mit in die Pfanne rein. Die lasse ich jetzt nämlich mit in der Pfanne so brutzeln. Okay? Dann. Diese wunderschönen Aromaten. Rein. Boah. Genial, genial. Und jetzt brauche ich eine Kruste für dieses Rumpsteak. Und die Kruste besteht aus frischen Parmesan, meiner extrem genialen Reibe und diesen frisch geriebenen Parmesan gemeinsam jetzt mit ein paar Zutaten aufnehmen. Das wäre zum einen ein Löffel Frischkäse und dieses asiatische Paniermehl, Panko. Ja? Und Salz und Pfeffer. Das Ganze dann schön aufnehmen. Das gratiniert dann schön mit dem Frischkäse. Sehr fein. Und natürlich nicht das Rumpsteak aus den Augen lassen. Guck mal, wie das so weit ist. Komm, ich nehme jetzt einmal mal die Dinger. So, diese Paste mit dem Parmesan und dem Frischkäse. So feinbröselig verreiben. Und das Ganze kommt dann so, wie es ist, dann eben auf das Rumpsteak, aber eben auch gern auf Brot oder auf Zucchini oder auf Fisch. Genial. Es kann ruhig ein bisschen rustikal sein. So. Und das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Ja. Hitze von oben, und zwar Full Power. Und dann sind die Pimentos gemeinsam mit diesem schönen Steak fertig. Dauert vielleicht so 30 Minuten, ja, ungefähr. Gehe ich hier rein, noch ein paar Scheiben Chorizo, 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 die spanische Paprika. Und wer es noch nicht wusste, ich liebe spanische Küche, ja, meine Stammrestaurants, da ist auf jeden Fall ein Spanier dabei. Gute gebratene Chorizo, ist wirklich was ganz Besonderes. Okay, ich denke, soweit so gut. Einmal das Steak und jetzt um die Pimentos dazu. Mit dem Knoblauch, dem Rosmarin und reichlich, gell? Also nicht geizig mit dem Salz. Ja? Das schmeckt einfach richtig lecker. Und keine Angst, die Pimentos sind nur so ein bisschen scharf. Man sagt ja, jede Zwölfte ist scharf. Aber ich glaube, das ist so ein dunkler Aberglaube.
So. Und hier haben wir schon mal verwendet, ist Eiweiß, also eine Paprikapaste. Jeder Supermarkt hat das. Und da müsst ihr gar nicht viel tun, aber ich finde es einfach toll. Das ist so ein bisschen wie die Mayonnaise auf dem Burger. Ja, da ist die Melange einfach noch da. Das ist einfach schön rund, macht Freude zum Essen. Und hier ein bisschen Salz drauf. Schau mal, ich kann das sogar normal ohne den Ellenbogen. Was soll ich sagen? I'm in love. Ehrlich, geiles Gericht, Feierabend, Blitzrezepte, schnell, unkompliziert, Hetze, hell auf.